Hallo, ihr 30-Freunde. Gestern habe ich zum ersten Mal die Akkus meines E-Tourings wieder aufgeladen. Und von daher würde ich sagen, machen wir heute mal ein Video über die Ladegeräte, die ich verwende. Ich verwende ja von Eltec diesen EV-Charger 360-3000. Wird mittlerweile, glaube ich, von der Firma Valeo hergestellt, ist in verschiedenen Elektroautos verbaut. Ich habe hier vier Stück davon, einen ziemlich unbenutzten. Da kennt man daran, dass der hier noch keinerlei Korrosion hat. Der hat also scheinbar noch nicht viel Wärme hier produziert. Dann habe ich einen defekten, der meldet sich quasi nicht per Kennbus. Und ich habe auch, glaube ich, schon den Fehler gefunden. Hier ist eine Sicherung kaputt. Ja, diese ganzen Bauteile sind hier schön auf solchen Wärmeleitkissen montiert, damit das Ding auf der Rückseite entsprechend wassergekühlt werden kann. Das ist auch komplett wasserdicht eingebaut. Und hier sieht man schon, wie sowas aussieht, wenn das mal benutzt war. Da gibt es natürlich Kontaktkorrosion aufgrund der Wärme. Ich werde bei mir im Elektroauto gar nichts davon verbauen, sondern werde mir stationär bei mir zu Hause zwei von diesen Ladegeräten, nämlich die beiden hier, fest installieren. Werde da eine Wasserkühlung bauen, weil die wirklich heiß werden. Nach 10 Minuten sind die schon nicht mehr mit Luft kühlbar. Werde die dann hier mit 230 Volt an zwei Phasen ranlegen. Normalerweise würde mir auch ein Ladegerät reichen, aber wenn wir schon mal zwei haben, können wir auch zwei hier nutzen. Ja, dann muss denen halt über CAN-Bus gesagt werden, was die machen sollen. Wenn man die ans Netz hängt, kommt auf dem CAN-Bus erstmal eine Willkommensbotschaft, wo die sich quasi vorstellen und sagen: Hallo, hier bin ich, das kann ich, das ist meine Adresse, schicke mir mal eine Ansteuerungsmessage. Das habe ich gestern dann gemacht und dann hat er hier also schön 395 Volt, 8 Ampere ausgegeben, wobei das die Maximalwerte sind, die man dann berücksichtigen muss. Um den Charger mit Hausmitteln überhaupt ansteuern zu können, brauche ich ein CAN-Bus-Interface. Da habe ich das hier von der Firma Peak gekauft. USB, PC, Software und dann kann ich über CAN-Bus Messages empfangen und auch absetzen und somit diesen Charger zum Laden bewegen. Wenn ich das alles richtig gemacht habe, kommen dann aus dem orangen Kabel hier die Hochvolt raus. Aus dem Elektroauto, was ich gestartet habe, habe ich mir noch den Hochvolt-Verteiler ausgebaut. Der hat die Hochvolt aufgeteilt auf die Klimaanlage, auf die Heizung, auf den DC-DC-Wandler und auf die verschiedenen Ladegeräte. So, und von da aus, da klemme ich natürlich beide Ladegeräte an, Lader 1, Lader 2. So, von dem Verteiler aus geht es dann ins Auto über dieses Kabel. Ich habe das Ladekabel, was in dem Auto war, stark modifiziert, auch nicht ganz normkonform. Das ist jetzt ein reines DC-Ladekabel, das heißt, ich gehe ja auch auf die Hochspannung rauf. Das hat hier keine Funktion mehr. Dann gehe ich hier ins Auto rein. Im Auto habe ich entsprechend das Gegenstück. Diese Dose habe ich mir quasi stark modifiziert und muss sie auch noch ein bisschen anpassen, dass hier keiner mehr ein normales Ladekabel reinsteckt, weil das ist eigentlich eine AC-Ladedose. Ja, von da geht es zu den Akkus. Und das hat gestern alles wunderbar geklappt. Nach 10 Minuten musste ich natürlich abbrechen, weil die Akkus hier, die Ladegeräte, über 60 Grad heiß waren. Man kann also CAN-Bus auch sehen, wie heiß sie werden, als quasi Statusinformation. Da habe ich gesehen, 63 Grad. Da habe ich dann erstmal abgebrochen. Das heißt, ich muss die Wasserkühlung hier noch bauen. Und dann kann ich da eigentlich auch dieses Ladegerät längere Zeit laufen lassen. Ich gehe jetzt nochmal im Detail darauf ein, wie dieses Ladegerät angesteuert wird und wie die Akkus überhaupt aufgeladen werden. Das ist sicherlich nur für Leute interessant, die auch gerade ihr Elektroauto umbauen oder vielleicht den gleichen Lader benutzen wollen. Lithium-Akkus werden in zwei Phasen aufgeladen. Die erste Phase ist auch als CC bekannt, Constant Current, also der Ladestrom soll konstant sein. In der Praxis heißt es aber eher, dass der Ladestrom begrenzt wird, damit das Ladegerät da nicht überlastet wird. Bei meinem Ladegerät habe ich also hier die 8 Ampere eingestellt, das ist, was das Ladegerät problemlos abliefern kann. Die Spannung zieht dann entsprechend das Ladegerät alleine hoch oder runter, dass die 8 Ampere da nicht überschritten werden. Und wenn man das jetzt nicht machen würde, würden die Akkus halt noch viel, viel mehr laden, wenn sie denn könnten. Wenn man also jetzt hier drei Ladegeräte parallel klemmt und dann entsprechend 8 mal 3, 24 Ampere anbieten kann, dann würden die Akkus das auch ziehen, völlig problemlos. Das Ladegerät beginnt dann erstmal mit relativ geringen Spannungen, um den Unterschied zwischen der Akkuspannung und dem Ladegerät jetzt nicht zu hoch werden zu lassen, damit da nicht so ein riesen Ausgleichsstrom fließt. Der soll ja bei 8 Ampere begrenzt werden. Zum Ende hin ist es aber so, dass die Spannung immer weiter ansteigen kann, weil auch die Akkuspannung ja steigt.
Und dann sind wir irgendwann in dem Bereich, wo diese Ladeschlussspannung erreicht wird. Dann beginnt die Phase 2, die auch als CV bezeichnet wird, Constant Voltage. Hier wird also die Spannung begrenzt auf die Ladeschlussspannung. Bei meinen Zellen ist es 3,65 Volt. Im gesamten Aufbau sind das bei mir dann 395 Volt. Hier ist also das Ladegerät so einzustellen, dass diese Spannung nicht überschritten wird. Ansonsten würden halt die Zellen überladen werden. Wird die Ladeschlussspannung erreicht, schaltet normalerweise das BMS den Schütz weg und dann ist der Ladevorgang entsprechend beendet. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis mit meinem EV-Charger hier, 3 Kilowatt von Eltec? Zunächst ist der Charger an 230 Volt zu klemmen. Dann kommt der CAN-Bus-Adapter zum Einsatz und mit der entsprechenden Software kann man hier die Nachrichten auf dem Bus mitlesen. Die Spezifikation der CAN-Bus-Nachrichten ist im Internet verfügbar. Hier sieht man also die Identifikationsmessage, also die Willkommensmessage, hier die Charger Control, also wie ich den ansteuere, die Message. Und wenn er dann angesteuert ist, dann liefert er zwei Statusmeldungen, Status 1, Status 2, wo halt die aktuellen Spannungen und auch Temperaturen angezeigt werden. Mit dem USB-Adapter kommt schon eine Windows-Software mit, die sowohl die Nachrichten anzeigen kann, als auch neue Nachrichten losschicken kann auf dem Bus. Hier oben sieht man mal die beiden Nachrichten, die meine beiden Charger hier loslassen, wenn ich die an 230 Volt anklemme. Die melden sich also hier bei mir und sagen, wir sind bereit. Wenn man dann sich das alles mal in Excel aufschreibt und pfiffige Kumpels dazu, die das alles verstehen, dann kann man also herausbekommen, welche ID der hat und auch welchen Befehl man losschicken muss, damit dieser Lader 1 hier die 395 Volt Maximum und die 8 Ampere abliefert. In der CAN-Bus-Software kann ich dann diese Nachricht einfach mal unten eintippen und auf Senden drücken. Und siehe da, der Lader haut dann die Spannung hinten raus. Erstmal nur 360 Volt. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass er erstmal sicherstellt, dass da nur 8 Ampere fließen. Da kann er jetzt nicht gleich 395 anbieten, sondern bietet erstmal so 10 Volt mehr an, als wie die Akkus im Moment haben, damit dann halt wirklich nur 8 Ampere fließen und nicht gigantische Ströme. Wenn der Charger dann lädt, dann kommen hier sofort neue Meldungen, die man im Bus sehen kann. Wir können das ja mal Zeile für Zeile durchgehen. Also die 348H ist einfach die Willkommensnachricht von dem Charger, der gerade nicht benutzt wird. Die 365H ist die erste Statusmeldung des Chargers, der gerade arbeitet. Die 366 Hex ist die Message-ID für den Status 2. Da ist die 12 zum Beispiel vorne die Temperatur. Das heißt, da ist alles noch relativ kühl. Die 367 Hex ist die Message für die Fehlercodes. Da ist also alles gut, da ist nichts zu sehen dran. Und die unterste Zeile, die 368 Hex, ist entsprechend der Lader, wo er sich nochmal vorstellt, falls jetzt jemand noch nicht weiß, was er alles kann. Ich möchte ja gleich zwei Lader hier benutzen in meiner Ladesäule, die ich ins Haus baue. Also müsste ich jetzt diese Meldungen an beide Charger schicken. Das kann ich tun. Ich kann also unten hier an die 340 und auch an die 360 entsprechend die Anforderung losschicken. Ich kann aber auch an diese Broadcast-Adresse einfach nur einen Befehl loslassen. Dann hören da alle Charger drauf. Das ist diese ID 2FF. Und wenn ich die Anforderung an diese Adresse schicke, dann hören alle Ladegeräte, die im CAN-Bus-Verbund sind und zu dieser Familie hier dazugehören, auf das Signal und fangen dann an, fleißig zu laden. Das habe ich jetzt auch schon mal gerade eben nochmal ausprobiert. Das funktioniert wunderbar. Das heißt, sie liefern dann beide die 8 Ampere ab, in Summe also 16. Und das ist jetzt quasi hier der Endausbau von mir. Und ich denke mal, da muss jetzt der Arduino ran mit dem CAN-Bus Shield. Und dann wird es halt für mich nicht mehr den PC geben, mit dem ich das Signal hier abschicke, diese Nachricht, sondern dann muss der Arduino das tun, nachdem er noch so ein paar Parameter überprüft hat. Und dann, wenn da alles in Ordnung ist, würde ich sagen, drücke ich auf den Knopf, dann soll der Arduino diese Message losschicken und die beiden Ladegeräte dann entsprechend losladen. Ich würde sagen, der Arduino kann dann auch nochmal auf dem Display die Temperatur der Ladegeräte anzeigen. Ich glaube, viel mehr interessiert mich jetzt hier auch gar nicht. Und dann gilt es halt noch rauszubekommen, wann ist der Lader hier eigentlich fertig? Wann hat er die 395 Volt erreicht? Vielleicht auch nochmal, welche Ströme dann da am Ende hinfließen. Und dann werde ich das erstmal in der Praxis ausprobieren und schauen, ob ich wirklich mit 395 Volt lade oder noch mit ein bisschen weniger. Ich brauche ja jetzt hier nicht unbedingt die volle Kapazität. Und wenn man da nicht auf die 100% geht, das danken einem die Akkus auch, dann halten die gleich nochmal ein paar Jährchen länger. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. War jetzt alles ein bisschen harter Tobak. Auch nur für die Techies, die wirklich gerade in ähnlicher Situation stecken. Aber ich denke mal, irgendwann wird das brauchen, wenn ihr auch solche Lader verbauen wollt.